Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Heute nur ein kurzes Update. Ihr werdet auch gemerkt haben, dass der Update-Zyklus runtergesetzt wurde vom ARC, weil es gibt aktuell echt nicht viel zu tun. Nur ein paar kleine Anpassungen. Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht böse drüber. Ich finde es echt gut, dass jetzt aktuell etwas ruhig ist, dass Syno uns nicht irgendwie noch Probleme macht. Ihr seht, ich habe das GitHub-Profil etwas überarbeitet. Das seht ihr alles, was zum ARC dazugehört, mal aufgelistet. Ja, ansonsten viele Neuerungen gibt es im ARC jetzt nicht. Ein paar kleine Dinge, die man vielleicht mal zeigen kann, ansprechen kann. Und was ich dann möchte, auf jeden Fall, ist auf den Punkt mit dem SATA Port Map und Disk IDX Map einzugehen nochmal. Weil da kam heute eine Anfrage und deswegen, ich möchte einfach noch mal kurz was dazu sagen, beziehungsweise euch kurz zeigen. Und dann sollte das eigentlich soweit auch klar sein. Für euch als Information, wir haben jetzt aktuell die 23.9.5. Ist jetzt die aktuelle Version. Da kommt wahrscheinlich noch ein A-Build, weil ich habe ein paar Typos gefunden in dem Build, was ich jetzt noch angepasst habe im Nachhinein. Aber das sind wirklich bloß Typos, ansonsten die ganze grundlegende Sache ist die gleiche. Weiterhin kann ich euch sagen, ich habe die im Wiki die Modellliste etwas angepasst, etwas überarbeitet. Es sind bei weitem noch nicht alle, die jetzt hier hinne stehen, aber wir haben schon mal eine Auswahl. Ansonsten, wenn ihr den ARC startet, seht ihr ja, was alles verfügbar ist und halt auch, was für eure Hardware empfohlen ist. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Schauen wir doch gleich mal rein. Ach, ich bin schon drin. Noch besser. Nicht wundern, 23.9.dev. Ja, ist meine lokal gebaute. Die ist deckungsgleich mit der 23.9.5. Nicht wundern, ich habe mir mal einen Kaffee gegönnt. Ist zwar eigentlich schon zu spät, aber egal. Neuerung für euch in Sysinfo. Es wird jetzt unter System Vendor und Port angezeigt. Solange vorhanden. Muss ich jetzt so sagen. Solange vorhanden, wird es angezeigt. Ansonsten, ja. So. Memory. Memory habe ich hier in Gigabyte stehen. Das könnten wir natürlich übernehmen. Dann machen wir das anders. Dann nehme ich das im Boot. Schreibe ich. Machen wir Gigabyte. Hatte ich da ein Leerzeichen dahinter? Ne, habe ich zusammengeschrieben. Gut. Und dann lasse ich beim RAM Total. Okay. Dann spucken wir den RAM einfach in Gigabyte aus. Vielleicht noch besser. Ja, ansonsten hat sich jetzt hier nicht viel getan. Was das angeht, ich habe gerade mal alle Disks an SATA-Controller gehangen. In der VM, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich euch zeigen will, dass das Laufwerk 1 verschwinden kann. Wenn ich jetzt einen SAS oder einen SCSI-Controller hinzufüge, geht es leider nicht mehr. Dann würde ich sagen, ändern wir jetzt mal schnell die Storage Map. Drei SATA-Disks gefunden, genau, und er schlägt mir vor, SATA Remap, Remove Blank Ports. Möchte ich auch, ist genau die Option, die ich wollte. Dann gehen wir auf Build. Nein, ich möchte noch was zeigen. Für euch zur Information im Update-Menü. Es gibt kein Update-Loader mehr. Es gibt nur noch einen Upgrade-Loader, was das Full-Upgrade war. Das Update-Loader habe ich rausgenommen, weil ich zu viele Änderungen im Hintergrund zur Zeit durchgeführt habe oder durchführe und ich das mit dem Update-Paket nicht einfügen kann. Damit hättet ihr euch einen Loader zerschossen oder würdet ihr euch einen Loader zerschießen. Deswegen habe ich nur noch das Full-Upgrade, der ist aktuell drin. Ein Update-Loader kommt wieder, dauert aber mal noch. Weil da muss ich erstmal die ganzen, wenn ich da alles fertig habe, kommt die Option auch wieder rein. Beziehungsweise vielleicht finde ich auch einen anderen Weg für ein Loader-Update.
Deswegen ist es erstmal deaktiviert. Nicht wundern. Ansonsten die Sektionen haben sich, habe alles etwas aufgeteilt, was halt org-spezifisch ist, was generell erweitert. Muss jeder, also das sollte schon jeder wissen, was er drückt. Boot-Optionen könnt ihr ein bisschen was einstellen. Boot-Count, den ganzen Spaß zurücksetzen, dann die ganzen Timeouts. Das überlasse ich euch. Ich lasse die Standardwerte. Der Rest ist euch überlassen. Was für euch vielleicht noch wichtig ist, Static IP Settings. Kann ich euch dann kurz zeigen. Und Official Driver Priority. Official Driver Priority nur ganz kurz dazu. Syno hat im DSM-Module integriert, ich habe im Loader-Module integriert. Jetzt gibt es aber Module, die ich im Loader habe und die im DSM schon da sind. Wenn ihr Official Driver Priority auf True schaltet, lässt er die Originalen und kopiert nur die rüber aus dem Org-Paket, die Originalen nicht da sind. Ansonsten überschreibt er die Originalmodule mit denen von mir. Manchmal ist es besser, manchmal ist es nicht besser, deswegen standardmäßig auf False. Im Extremfall muss man dann halt mal schauen, ob es mit einem offiziellen Modul nicht vielleicht besser läuft und mit einem inoffiziellen schlechter oder je nachdem. So, hier gibt es jetzt auch nichts Neues mehr. Nein. Eigentlich soweit alles geblieben. Im Hintergrund gab es ein paar Änderungen, was generell die Addons angeht, wie den EuDev oder generell die Netzwerkerkennung und so weiter. Da gab es ein paar Änderungen. Betrifft euch jetzt nicht. Ich würde sagen, wir starten jetzt den ganzen Haufen einfach mal. Kleiner Tipp am Rande: Ihr müsst auch nicht jedes Update mitnehmen. Also, das ist auch der totale Blödsinn am Ende, wenn euer System läuft, lasst's laufen. Ich bin, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt auf dem aktuellen Stand bei meinem. Könnte ich aber eigentlich gleich mal schauen. Welche Version ich jetzt gerade drin habe, weil irgendeine von den 9er war es auf jeden Fall. Storage. Ja. Schön. Keine lokal gebaute. Da kann ich euch jetzt nicht mal sagen, welche das ist. Das ist aber noch eine, wo ich das DHCP noch nicht umgeschrieben hatte. Okay. Wird wahrscheinlich eine von Anfang des Monats sein. Okay. Gut. Wenn ich einmal hier hinne bin, ich habe der Windows VM, wo halt auch ich per Remote Play und sowas ein bisschen was machen kann. Die hat jetzt eine 3080 bekommen, weil die Intel A770 kann ich nicht per Passthrough durchreichen. Die deaktiviert es mir immer im Windows. Das kann der Treiber nicht. Fragt mich bitte nicht, was Intel da noch fixen muss oder was Intel da noch machen muss. Es geht einfach nicht. AMD-Karten funktionieren 1A, Nvidia-Karten mit einem kleinen Trick in der Config funktionieren auch. Ansonsten, ja, kann ich mich da jetzt echt nicht beschweren. Grafikleistung ist top, CPU-Leistung durch den Xeon-Prozessor, den ich drin habe hier, den 3138, es ist halt bloß ein 2 GHz-Grundtakt, der wird demnächst noch getauscht gegen einen mit über 3 GHz-Grundtakt, weil das stresst mich etwas. Auch wenn viele Kerne gut sind. Ich brauche irgendwas mit mehr Takt noch. Das wird sonst hier nichts, wie ich mir das vorgestellt habe. So, zurück zum Boot. Das ist der aktuelle Bootscreen. Hier seht ihr auch, da hat es unten das mit dem Netzwerk, seht ihr, dass DHCP jetzt dahinter steht. Hinter jedem Adapter und oben DSM und Systeminfo sind aufgeteilt, um das noch einmal etwas schöner zu gestalten. Die Übersicht. Ansonsten hat sich da drin jetzt auch nichts geändert. So 10.0.4.6. Ne, nicht noch ein Punkt. Wiederherstellen. Da habe ich auch was geändert. Also in dem Weg, wie die
Daten gepatcht werden, beziehungsweise auch wann sie gepatcht werden. Da ist auch ein bisschen was angepasst im Hintergrund, aber jetzt nichts, was dir groß oder was dir, danke. Das ist, wenn man nebenbei eine Nachricht liest, was nebenbei großartig für euch jetzt relevant ist, sag ich mal. Oder was ihr merkt. Das ist einfach bloß im Hintergrund sind da gewisse Optimierungen ausgeführt worden. Für euch zur Information. So. Dann warten wir jetzt kurz drauf, dass der hier diesen Timeout durchschiebt. Der Timeout ist aus zwei Gründen drin. Grund 1, bevor er das DSM lädt, dass wirklich alle Hardware geladen ist. Und Punkt 2, um zu schauen, ob nicht ein Browserfenster von euch oder irgendwas gerade probiert, auf den Loader zuzugreifen. Weil wenn ihr gerade auf den Loader zugreift, unterbricht es den Bootvorgang, startet es nicht. Deswegen, wenn ihr das Ganze macht per Webkonsole, bitte während des Bootvorgangs nicht die 7681 nochmal neu laden. Dann unterbricht es den Bootvorgang, steht dann auch drin, Bootvorgang unterbrochen. Ansonsten hat es jetzt keine tiefere Bewandtnis gehabt, wie gesagt, um zu warten, dass die Hardware initialisiert ist und um zu warten, ob irgendwas drauf zugreift. So, DSM ist da. Jetzt dürften wir hier rein theoretisch. Port 1 im Storage Panel. Genau, 1 und 2 sind belegt. Ich habe jetzt hier, trotzdem ich diese Bootdisk als SATA habe, mit SATA Remap, ist das halt vollzählig. Geht es halt bei 1 los mit euren Disks. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal, ja, weiß ich. Wenn ich das Ganze jetzt umstelle, das kann ich euch noch zeigen, oder das wollte ich euch eigentlich sogar noch zeigen. Lassen wir das kurz runterfahren. Arbeiten wir, fügen wir einen SSI-Controller, ob ich jetzt den ParaVirtual oder den Logic SAS. Ach, Thema LSI. Ja, da gibt es auch noch eine kleine Neuerung. Der LSI-Mode, RAID oder HBA, rausgeflogen. Die Module sind im Hintergrund angepasst, dass theoretisch muss ich sagen, immer das Richtige geladen wird. Die IDs sind aufgeschlüsselt. Wenn ihr natürlich jetzt einen RAID-Controller habt mit einer Hardware-ID eines RAID-Controllers und der zu HBA geflasht wurde, kann es immer noch Probleme geben. Das kriegen wir leider nicht anders gelöst. Aber da könnt ihr ja mal eine Info geben bei LSI-Controllern, ob das alles funktioniert oder nicht. So, dann stecken wir den auf den SCSI-Controller, die letzte Datendisk. Dann habe ich jetzt die Konfiguration SATA Controller 1 Bootdisk, SATA Controller 2 ist eine Datendisk dran und der LSI SAS Controller hat jetzt auch noch eine Datendisk. Ist jetzt die neue Konfiguration. Kann ich euch auch gleich in der Sys-Info nochmal zeigen. Damit büße ich leider die Möglichkeit ein, den Platz 1 zu belegen. Dann in der Übersicht im DSM. Aber das erkläre ich euch gleich warum. Also, SAS SCSI hat eins, also ein Drive, ein Drive, ein Drive. Passt. So, jetzt müssen wir natürlich Storage Map anpassen. Genau, zwei SATA-Disks und eine SAS-Disk, das passt. Und jetzt sagt er mir nämlich nicht mehr SATA-Remap als empfohlen, jetzt sagt er nämlich SATA-Portmap als empfohlen.
Okay, dann bauen wir den nochmal. Und Boot. Boot. Falls ihr jetzt gerade im Video hier noch ein paar Schreibfehler gefunden habt, also ein paar Typos, ich habe einige rausgefixt. Jetzt noch nebenbei, so bevor ich das Video gestartet habe. Deswegen habe ich ja gesagt, es wird wahrscheinlich noch eine Version kommen. Ja, Update-Zyklus hatte ich runtergesetzt, weil es echt nicht viel zu tun gibt gerade, beziehungsweise weil alles eigentlich sehr gut läuft und ich mich jetzt echt nicht beschweren kann. Ja. Ansonsten großartige Neuerungen aktuell jetzt gar nicht, was das angeht. Bin auch ganz froh, weil ich hätte auch ehrlich gesagt echt die Zeit aktuell nicht, hier irgendwas noch großartig anzupassen. Ich renne mir etwas, ja, Wolf würde ich jetzt fast sagen. Einige große Projekte jetzt abgeschlossen. Deswegen zurzeit auch relativ wenig online, weil es vielleicht auch im Discord gemerkt haben, dass ich sehr verzögert bloß antwort oder halt auch teilweise gar nicht. Ja. So, stellen wir den ganzen Spaß mal wieder her. Das sehe ich aber gerade, da könnten wir noch was anpassen. Das könnten wir echt mal testen. Das werde ich in der A mal testen. Das werde ich euch mal in die A einbauen. Add-on Pad. So. Das da raus. Jetzt muss ich bloß ganz kurz schauen. Genau. Und da rein. Ja, so sieht der Code dahinter aus. Jetzt nichts Spektakuläres, aber ihr seht ja, es funktioniert. Patches sind auch schon durch. DHCP hat er wieder geladen. Müsste ich eigentlich auch gleich Zugriff kriegen. Noch Timeout. Na komm. Da sind wir. Wenn ich jetzt im Speichermanager schaue, die 1 ist halt leider leer, weil das ist unsere Bootdisk. Ich kann SATA Remap nicht nutzen, wenn ein SAS oder SCSI-Controller vorhanden ist. Das geht leider nicht. Syno-bedingt, beziehungsweise DSM-bedingt. Ja, ist halt so. Kann man jetzt nichts machen, muss man mit dem freien Platz leben, vorausgesetzt, ihr nutzt das Ding in einer VM. Wenn ihr das per USB-Stick nutzt, habt ihr das Problem ja eh nicht. Das ist ja dann eh alles durchgereicht. Ansonsten, Systeminfo, passt alles. Update 3 hat er auch schon geladen. Das passt auch. Gut. So, herunterfahren. Was gibt's jetzt sonst noch? Ach nein, ha, na gut, jetzt habe ich schon runtergefahren. Pech gehabt. Dann machen wir es anders. Dann mache ich es über den Loader. Na komm. Klipse aus. Gut. Und an. Configure Loader. Nicht wundern.
dass er jetzt so lang im Loading hing. Ist ein kleines Überhitzungsproblem hier im Netzwerk, weil ich zu viele Daten kopiere gerade. DHCP hat er geladen. Jetzt gehen wir ganz kurz mal in die ARC-Optionen und ne, Netzwerk-Config wollte ich nicht. DSM-Optionen, Static-IP. Ja, möchte ich ändern zu Static. Die IP, das wird die 10.0.4.101, die ich möchte. Netzmaske 25525500. So, ist geschrieben. Gut. Die IP könnt ihr live anpassen übrigens, da müsst ihr jetzt nicht darauf warten oder nicht nochmal neu den Loader bauen. Das könnt ihr live machen. Jetzt müsste theoretisch, ich sage jetzt theoretisch, der Loader auslesen, dass eine Static-IP hinterlegt ist. Schauen wir mal. Na? Überreißt es oder überreißt es nicht? Dass ich gerade eben eine IP gesetzt habe. Das dauert. Timeout, okay. Also dann mit der Static-IP hat gerade ein Timeout gekriegt. Warum auch immer. Ich setze nochmal zurück, bevor ich es laden lasse. Kann auch sein, dass es der Router jetzt gerade nicht erkannt hat. Die Möglichkeit besteht. Sieht gerade nicht gut aus. Dann würde ich sagen, lassen wir DSM mal laden und schauen mal, was er jetzt im DSM sagt. Wieso sagt denn er mir da Timeout? Bootdatei. Ja. Bootcount ist größer, Ethernet 0 passt, Static-IP ist true. Zumindest sollte Static-IP true sein, wenn ich eine Static-IP setze. Static-IP. Wenn ich die gesetzt habe, true, genau. Okay, dann schauen wir mal, was auf welcher Adresse ich jetzt das NAS erreiche, ob es die 4.6 ist oder ob es die 4.101 ist. Eigentlich müsste es die 4.101 sein. 0.4.101. Beziehungsweise ich kann ja auch einfach mal die 4.10 mit aufmachen. Okay, also auf der 4.10 wäre er da. Kann natürlich jetzt auch wirklich mit meiner VM zusammenhängen, dass ich die jetzt nicht ändern kann. Was denn jetzt? Passwort vertippt? Würdest du mich bitte mal anmelden lassen? Infosender, Netzwerk. Auf die 101. Müsste ich eigentlich Verbindung bekommen? Bekomme ich aber nicht. Warum? Kann mir das einer sagen? Statische IP und verbunden. Das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Das passt eigentlich. Ich habe das ganz dumme Gefühl, dass die 101 durch etwas anderes schon belegt ist. Würde mich jetzt aktuell gerade nicht wundern.
bisschen zu viele Geräte. Könnten wir jetzt maximal. Ja, was. Das sagt das in mir auch. Ich setze sie mal. Mal sehen, was passiert. Und starten mal neu so. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Wie gesagt, es kann sein, dass dass die 101 durch irgendwas anderes schon belegt ist. Ist sie auch. Deswegen lässt sie sich auch gerade nicht ändern. Da bekomme ich weiterhin einen Timeout. Okay, dann Stromversorgung zurücksetzen. Oder halt dummerweise angehalten. Abgebrochen. Ach Mann, ja, ich weiß es. Schaltet aus. Komm. So. Neu ein, neu rein. Machen wir das ganze Spiel mal andersrum. Aktivieren wir mal Static IP im DSM zuerst. Lustigerweise hat er mir jetzt hier DHCP ausgelesen. Was ich sehr interessant finde. Also hat er die Einstellungen nicht 100%. Ja, ich möchte die ändern auf DHCP. Dankeschön. Ich lasse ihn bloß kurz neu bauen. Wenn man versucht, das in einem installierten System zu ändern. Danke. Wenn ich das System jetzt zurücksetzen würde auf Grundeinstellung und dann das aktiviere, funktioniert es, kann ich euch gleich sagen. Wieso sich jetzt im Nachhinein hier in einem installierten System nicht ändern lässt? Keine Ahnung. Aber den Fehler finde ich auch. Ist immer schön, wenn man dann mal was durchgeht für ein Video und dann feststellt, hey, hier ist ein Fehler. Na komm. Was ich denn jetzt neu gebaut habe, das ist übrigens auch behoben dann, dass wenn ihr das Modell nicht wechselt und so weiter, dass ihr dann hier dieses Wiederherstellungsmenü jedes Mal kriegt. Fort, rausgeflogen, funktioniert auch live. Ohne dass ihr, also
Er lädt dann direkt das DSM mit dem All-Release dann. Ja, muss ich ehrlich zugeben, nervt mich. Jedes Mal die DSM-Wiederherstellung hier anzugeben. Ist ein unnötiger zusätzlicher Neustart. Statt von Treiber-Update, ja, da gibt es ein Treiber-Update für AMD. Gut. Ja, ich habe lokal AMD drin. Im Server steckt jetzt eine Nvidia. Also, ich möchte mich ja weder für Team Grün noch für Team Rot entscheiden. Dadurch, dass mein lokales System hier ein komplettes AMD-System ist, wollte ich jetzt keine Nvidia reinstecken. Und die 6000 900 XT läuft sehr gut. Kann ich nichts sagen. Sehe ich jetzt auch keinen Grund drin, auf die 7000er Serie zu wechseln. Für das bisschen, was ich zum Spielen komme und was ich spiele, reicht das vollkommen. So. Systemeinstellungen. Erstmal kurz Infosender, Netzwerk. Okay, passt. Gehen wir mal hier ins Netzwerk, Netzwerkschnittstelle. Bearbeiten manuell 10.0.4.101. Gut. IP ist übernommen. Und wenn ich jetzt auf Neustart gehe, sollte er es hier auch richtig einlesen. Der Zwischenzeit könnte ich aber noch einen Bauvorgang anstoßen, den lokalen bei mir, beziehungsweise erstmal die Patches hochladen. 10.0.3.9490. Auch eine sehr schöne Oberfläche hier, Cockpit für Linux. Ja, ich gehe nicht per SSH-Terminal rein, ich mache es gleich direkt über die Webkonsole. Geht genauso, beziehungsweise teilweise sogar schneller. iBoot, Wix-Typos. Hochladen. Ihr seht, das Teil ist bloß dafür da, den Loader lokal zu bauen. Für mehr ist diese VM hier gar nicht da. Die Ubuntu-VM. So, hier sagt er noch DHCP. Okay. Wird schon die 101 sein. Vorausgesetzt, die 101 wird wirklich nicht durch was anderes genutzt. Wo ich mir echt nicht sicher bin. Nein, 101 ist gerade da. Was mich jetzt natürlich etwas stresst, dass der jetzt gerade nicht anzeigt, dass die static ist. Starte nochmal neu. Wenn nicht, werde ich den Fehler jetzt auch noch ausbügeln. Also Static IP, wie gesagt, es ist bloß ein Versuch. Jetzt meinerseits, normalerweise müsste er es anzeigen. Sollte er es anzeigen. Ah, Kernel Update gab es. Okay. Die 6.1.51 ist jetzt der aktuelle. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war es die 6.1.37. Mittlerweile sind wir auch schon bei 35 Minuten Video. Naja, jetzt auch nicht ganz so schlimm, meinerseits. Ja, alles definitiv. DHCP ein. Okay.
Da werde ich mich dann gleich noch drum kümmern, bevor das R-Release kommt. Und ansonsten, ja, gibt es von meiner Seite jetzt erst einmal nichts, was ich euch dazu jetzt noch sagen könnte oder wollte zu der ganzen Sache. Static IP werde ich mich jetzt nochmal ansetzen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis bald.